Es ist 1996, meine Freundin ist weg und freut sich in die Südsee. Allein, gemein Budget, ist klein, na fein, rein, willkommen im Vereinswetter. Willkommen zurück, Leute, zu einem vorerst letzten Video vom Van-Ausbau. Und heute geht es nicht um einen Van-Ausbau, sondern um eine Art Van-Update. Wir werden euch nämlich in diesem Video einmal alles zeigen, was wir in den letzten Monaten erreicht haben hier im Van. Denn wir werden morgen nach Bali fliegen. Also ist heute wirklich unser letzter Tag hier im Van. Das letzte Mal vor der Kamera für mindestens 3 Monate. Wir sind nämlich auf Bali aufgrund von einer Geschäftsangelegenheit und auch weil einfach Bali unser zweites Zuhause ist. Und deswegen war von vornherein klar, dass wir jetzt nach Bali fliegen werden. Nur haben wir uns eigentlich vorgestellt, zu diesem Zeitpunkt mit dem Van wirklich schon komplett fertig zu sein. Wir wollten schon unterwegs sein und hat alles nicht so geklappt, wie wir es vorgestellt haben. Ja, und wenn man ehrlich ist, dauert der Van-Ausbau immer länger, als man einen plant. Und alles dauert immer 4 oder 5 Mal so lange, als wie man denkt. Es sieht immer so einfach aus. Viele erzählen oder schreiben uns in den Kommentaren ja auch, dass bei uns das alles so einfach ausgeht oder eben zack, zack, zack. Aber tatsächlich, die Videos, die ihr dann seht, erstrecken sich über Tage. Manchmal sogar Wochen. Misserfolgen und Dingen, die kaputt gehen. Es hat Spaß gemacht, es war aber auch eine riesen Herausforderung. Und wir sind ja auch noch nicht zu 100% fertig. Also wir sind jetzt bei, ich würde jetzt mal sagen, 85%. 85%. Und wir werden auch noch weitermachen. Ihr werdet natürlich von uns auch noch Videos sehen. Also es kommen dann sehr bald auch wieder neue Videos. Aber es ist erstmal ein paar Monate ist jetzt Pause. Und dann starten wir nämlich auch wirklich mit Vanlife. Ja, dann kommen wir wieder. Dann kommen nochmal ein Video, quasi die große Abreise, wo wir eben schnell zack, 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 die restlichen 15% fertig machen. Und dann startet auch Vanlife. Genau. Wir werden auf jeden Fall lange, lange, lange komplett Europa touren. Haben uns dann auch vorgenommen, in die UK zu fahren mit dem Eurotunnel, da alles zu machen, dann weiter nach Island zu schiffen und dann nach Amerika zu schiffen. Also wir haben riesen, riesen Pläne für Vanlife. Es wird auf jeden Fall sehr lange gehen auch. Unsere ersten Routen werden wir euch mal zur Verfügung stellen, sobald die stehen. Da werden wir uns nämlich jetzt, während wir auf Bali sind, ein bisschen Gedanken zu machen, was eigentlich unsere Pläne sind für das nächste Jahr mit dem Van. Und ja, hoffen euch natürlich auch eine Hilfestellung gegeben zu haben durch die ganzen Videos, die wir gemacht haben. Wir haben wirklich es war viel Aufwand, diese ganzen Videos zu filmen und zu schneiden und sich Gedanken dazu zu machen. Aber wir wissen auch, wie hilfreich es ist, wenn man ein Video hat, das das Ganze erklärt und man sich selber nicht die Gedanken machen muss. Ja, wir haben auch vieles über YouTube gelernt und dann vieles von meinem Papa, also echt viel geholfen. Genau. Wir haben ja zwar schon einmal ein Haus auf Bali renoviert, aber jetzt haben wir einen Van selber ausgebaut und ich glaube, man sagt ja immer, man soll im Leben ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und ich weiß gar nicht, was noch. Aber wir haben das alles schon gemacht und ich glaube nicht, dass noch ein zweiter Van dazu kommt, den wir nochmal ausbauen oder noch ein Haus bauen oder irgendwas selber machen. Aber wenn ich eine Sache sagen kann, wenn ich nochmal einen ausbauen würde oder jemandem einen Ratschlag geben würde, würde ich Fertigmöbel von IKEA kaufen. Man kann ja maßgeschneidert bei IKEA Möbel bestellen und ich denke, da würde ich hingehen und unseren Van jetzt zum Beispiel als Beispiel nehmen, die Maße nehmen, die bei IKEA einreichen und dann so kaufen, beziehungsweise die Möbel nur noch anpassen müssen. Aber dieses ganze Möbel bauen und unser Parkplatz zum Beispiel so ein bisschen abgesenkt schief, demnach konnte man hier nie eine Wasserwaage hinlegen oder so, um wirklich gerade zu bauen. Ja, das hat es echt schwer gemacht. Also ich würde den kompletten Druck beim nächsten Mal rausnehmen, das in einer bestimmten Zeit machen zu müssen, sondern einfach dann aus. Das haben uns ja Fabian und Miriam geschrieben. Setzt euch keine Deadline, sonst werdet ihr euch sehr stressen. Genau. Haben wir gemacht. Wir haben uns gestresst und ich glaube, es ging nicht nur uns so, sondern es geht, glaube ich, vielen Leuten so, die den Van ausbauen. Man freut sich ja auch einfach drauf, loszufahren. Also man will ja endlich los. Ich dachte auch, wir hätten jetzt schon unser erstes Land hinter uns. Und wir haben halt dadurch, dass wir die Videos gemacht haben am Anfang, waren wir so motiviert. Wir haben das alles auf Instagram festgehalten, in den Stories, in den Reels, in den Shorts, auf YouTube Short, in den YouTube-langen Formaten-Video. Und jetzt zuletzt haben wir schon Kommentare auf YouTube bekommen, wo wir gefragt wurden, wo denn unsere Shorts bleiben.
Und das lag ganz einfach daran, dass irgendwann die Puste raus ist und man da gar nicht mehr so hinterherkommt. Deswegen denke ich auf der einen Seite auch, dass du jetzt auch mit einem lachenden Auge diesen Van erstmal verlassen und für 3 Monate ein bisschen durchatmen, mit frischem Wind wieder zurückkommen und dann mit dem Van starten können. Der Van sieht auch super aus, also wir sind echt weit gekommen. Und den zeigen wir euch jetzt. Van-Tour und wir hoffen, euch hat es gefallen, soweit wir gekommen sind. Wir sind auf jeden Fall sehr happy mit den Akzenten, die wir gesetzt haben, vor allem hier mit dem Rattan, den goldenen Griffen. Eine Sache, die wir noch machen müssen, bevor wir jetzt abreisen, ist, den Van zu bunkern. Also wir wollen ja auch nicht unbedingt, dass Leute von außen reingucken. Und da haben wir einen sehr, sehr coolen Partner, und zwar Project Campervan. Die sind aus Hamburg und haben uns diese richtig coolen Thermomatten zur Verfügung gestellt, damit wir euch die einmal zeigen können, aber damit wir auch die bei uns im Van verbauen können. Und die wussten direkt, okay, ihr habt sehr viel Beige in eurem Van und da haben die eine vielfältige Farbpalette. Es gibt generell eine große Farbauswahl, die man sich da aussuchen kann. Ihr könnt euch euer Design komplett selber auswählen, wie ihr diese Abdeckungen haben wollt. Und das Nice daran ist halt einfach, dadurch, dass die so hochwertig sind, kannst du die einfach direkt ans Fenster dran machen. Und wir hatten jetzt, also dadurch, dass wir solche Fenster benutzt haben, die wir verwendet haben, haben wir natürlich viele Kältebrücken. Wir haben viel Kritik bekommen für unsere Fenster, die wir gewählt haben, weil die sagten, nimmt doch normale Camping-Fenster, weil die isoliert sind und nicht die ganz normalen Autofenster. Wir wollten aber die ganz normalen Autofenster, weil die uns optisch mehr gefallen und wir ein bisschen wegtreten wollten von diesem Camper-Look. Genau. Da kommt Project Campervan ins Spiel, weil die stellen Thermomatten her für Fenster, die magnetisch sind. Von der anderen Seite sind die immer schwarz, damit komplett abgedichtet ist von außen. Und wenn es dann Abend ist oder wir einfach Privatsphäre haben wollen, dann machen wir die hier ran und die sind magnetisch und es ist einfach in 2 Sekunden am Fenster dran und von außen sieht man drin gar nichts mehr und von innen passt es perfekt zu unserem Look. Also sehr, sehr cool und wir haben schon viele verschiedene Möglichkeiten gesehen. Wir haben auch schon ein paar Tipps bekommen mit Saugnöpfen oder Isomatten. Das war aber alles nicht so das unser Ding. Das hier ist einfach die hochwertige Variante. Und das ist, was man nehmen sollte. Ja, definitiv. Und es sollte auch ordentlich vor der Kälte schützen. Ich meine, wenn man jetzt hier zum Beispiel dran fasst, ist es schon weniger kalt, als wenn man vorher ans Fenster gefasst hat. Das heißt, man wird hier auf jeden Fall dadurch auch die Wärme im Van behalten können und es wird auch keine Kälte oder auch und andersrum auch keine Wärme von außen eintreten. Deswegen sind wir sehr, sehr happy über diese Wahl und werden jetzt dran machen. Danach werden wir den abschließen und dann ist es over. Genau. Wichtig ist einfach dieser Sichtschutz auch, ne, irgendwo. Ihr habt sehr viel Geld in den Van investiert und dann möchte ich auch nicht, dass irgendwann eine Straße vorbeiläuft und reingucken kann und weiß, was abgeht oder ihr seid ja gerade am Schlafen. Demnach finden wir das sehr, sehr gut. Und einen kleinen Tipp an alle, die auch einen Max-Van haben sich und an dem Rauschgeräusch stören und sich denken, warum ist dieser Max-Van so laut, wenn man über 100 km/h fährt. Dafür gibt es auch noch eine Thermomatte für hier oben. Die wird einfach mit Magneten befestigt, da werden wir noch drüber streichen, dann sind die auch weiß und dann wird das Geräusch auf jeden Fall dämpfen. Und natürlich hat der Max-Van keine eigene Jalousie und demnach ist das hier auch perfekt. Und jetzt ist eigentlich der Van auch fertig. Jetzt müssen nur noch die Lichter ausgemacht werden. Und dann sehen wir euch schon noch im nächsten Video. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben, abonniert den Kanal und sehen uns.